Hallo, liebe Jungjäger. Auch wenn jetzt im Frühling alles grünt und blüht, ist genau die richtige Zeit, winterliche Nahrungsengpässe für das Wild vorzubeugen. Wir haben hier einen Wildacker, frisch gepflügt und gestern noch das Saatbeet mit der Fräse vorbereitet, den wir jetzt neu anlegen wollen. Wir werden das in mehreren Feldern tun. Oben werden wir Topinambo anpflanzen, dann kommt ein Streifen Klee-Mischung und unten am Waldrand wird ein Streifen Raps als Winteressung entstehen. Ich habe jetzt hier das Saatgut vorbereitet. Bei dem Saatgut hier handelt es sich um Raps, eine wundervolle Essungspflanze für den Winter. Wird gern von allen Schalenwildarten und auch vom Niederwild angenommen, ist sehr anspruchslos, kommt eigentlich mit relativ allen Böden zurecht und bietet eine hervorragende Winteräsung. Gerade bei solchen feinen Samen, die man ja sehr niedrig dosiert in den Boden einbringen muss, ist es ratsam, sich das Saatgut zu strecken. Und das kann man zum Beispiel hier mit Sand tun oder auch Sägespäne dazwischen mischen, um es besser dosieren zu können. Ich habe jetzt das Saatgut mit Sand vermischt und jetzt bringen wir es gleich mit einem sogenannten Saatgutstreuer auf dem Wildacker aus. Auf kleineren Äsungsflächen ist für die Ausbringung des Saatgutes nicht unbedingt eine Sämaschine vonnöten. Hier reicht im Allgemeinen so ein Saatgutstreuer. Hier über diese manuelle Verstellung des Auswurfloches kann man die Saatstärke einstellen. Beim Drehen am Hebel dreht sich hier unten diese Auswurfscheibe und verteilt das Saatgut gleichmäßig über eine Wurfbreite von bis 6 Metern. Die später im Boden heranreifenden Topinambo-Knollen sind wie gesagt eine sehr begehrte Winteräsung für alles Schalenwild. Um auch etwas für die Insektenwelt zu tun, haben wir auch noch eine kleine Fläche mit Blühpflanzen angelegt, die den Insekten Nektar spenden als Nahrung. Um eine optimale Keimung des Saatguts zu erreichen, ist als letzter Arbeitsschritt, um einen besseren Bodenschluss zu erhalten, das Abwalzen der Fläche ein Riesenvorteil. Jetzt nach dem Abwalzen ist unser Wildacker optimal für den Pflanzenaufwuchs vorbereitet. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch etwas Regen und das Keimen der Wildackersamen kann beginnen. Vor dem nächsten Regen werde ich noch etwas Dünger ausbringen, was dann den Aufwuchs der Pflanzen noch begünstigt. Damit das Schwarzwild direkt nach dem Legen der Knollen die Knollen nicht gleich wieder ausgräbt, habe ich sie nun mit einem Elektrozaun gesichert, bis die Pflanzen aufwachsen.